Auch als Stiftung musst du dich an bestimmte Regeln halten. Primär vor allem aber auch an deine eigenen Regularien. Hier gibt es vor allem massive Unterschiede zum Beispiel zwischen einer gemeinnützigen Stiftung und zudem auch natürlich einer Familienstiftung. Während du bei einer Familienstiftung relativ flexibel bist, musst du bei einer gemeinnützigen, mildtätigen oder natürlich auch kirchlichen Stiftung ein bisschen mehr Regularien auch an dich selbst stellen. Welche das sind und vor allem was das Thema Governance damit zu tun hat, das erfährst du in diesem Video und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, wir haben uns ja schon in der Vergangenheit sehr stark mit den rechtlichen Regularien und auch steuerrechtlichen Regularien von Stiftungen damit auseinandergesetzt. Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass es auch hierfür bestimmte Regeln gibt, die eingehalten werden müssen, die du aber auch dir selbst vermutlich auferlegen musst. Denn wie wir ja schon gelernt haben, ist ja die Stiftung losgelöst von der Person. Sie hat ja keinen Gesellschafter und kann damit in alle Ewigkeit natürlich vererbt werden, beziehungsweise der Vorstand hier oder natürlich die nachfolgenden Generationen hierbei bedacht werden. Damit das alles sauber läuft und damit es auch hier nicht irgendwelche Probleme gibt mit Anerkennungsproblematiken, Gemeinnützigkeitsrecht oder sonstiges, muss auch hier natürlich ein Leitfaden vorgegeben werden. Das ist so ein bisschen hier was mit der Governance, wo man sagt, okay, in diesen Arbeitslinien oder sag ich mal Richtlinien kann im Grunde hier dann die Stiftung arbeiten. Und grundsätzlich ist es mal so, die Stiftung hat ja mehrere Organe. Und hier gibt es zum Beispiel den Vorstand, den Verwaltungsrat oder auch den Stiftungsrat, je nachdem, wie das alles aufgebaut ist. Und diese Organe sind ja auch in der Satzung geregelt und müssen auch dementsprechend hier sich daran halten, was der Stifter am Anfang vorgegeben hat. Also das heißt, bestimmte Regularien müssen dann durchgeführt werden. Und das ist ja auch der Gedanke, dass der Stifter, der Wille des Stifters am Ende hier durchgeführt wird. Governance bedeutet, wie gesagt, hier Regularien, Verfahren, die, wie gesagt, zur Führung und zur Kontrolle der Organisation gedacht sind. Hauptsächlich ist ja ein Thema, was wir ganz am Anfang hatten, der Stiftungszweck. Der Stiftungszweck ist so das, was man sagt, ja, das dient eigentlich dazu, um die Leitplanken für die langfristige Stiftungspolitik ganz einfach zu schaffen. Wichtige Aspekte, die aber auch hiermit bedacht werden müssen, ist zum Beispiel bei Familienstiftungen das Thema Transparenz und Rechenschaftspflichten. Ich habe es euch ja schon gesagt, gerade bei Familien kommt es häufigerweise, wenn die Familie weiter auseinandergeht, ich sage es mal so, dieser Familienbaum, der Familienstamm weiter auseinandergeht, gibt es immer wieder Personen, die dann potenziellerweise sogar querschießen können. Dass man hier, wie gesagt, auch vorgreifen kann, sollte man sich auch als Stifter Gedanken machen und sagen, hey, Transparenz, Rechenschaftspflichten, was bedeutet das überhaupt? Wie viel Transparenz muss denn der Stiftungsvorstand der Familienstiftung zum Beispiel den Begünstigten dann einfach zukommen lassen? Oder zu dem Punkt auch noch, Rechenschaftspflichten. Was passiert eigentlich, wenn irgendeiner der Vorstände oder Verwaltungsrat, Stiftungsrat oder sonstiges hier sich nicht an die Regelungen hält? Gibt es hier vielleicht irgendwelche Strafzahlungen oder sonstige Vereinbarungen, die dann hier sogar dazu führen können, dass der auch zurücktreten muss? Denn, wie gesagt, das kann ja auch jederzeit passieren. Wichtig ist aber, bei einer Stiftung, egal ob gemeinnützig, mildtätig, kirchlich oder einer Familienstiftung, ist es am Ende entscheidend, dass natürlich hier verantwortungsvolles Handeln vorhanden ist. Also während bei gemeinnützigen, mildtätigen, kirchlichen Stiftungen hier immer der Stiftungszweck das Thema ist, Umweltschutz, Tierschutz, irgendwelche, sag ich mal, Glaubensthemen oder sonstiges, ist es bei der Familienstiftung ja auch hier der Erhalt des Vermögens. Denn das ist ja die oberste Verantwortung. Die oberste Verantwortung eines Stiftungs, eines Familienstiftung, ist es ja, das Vermögen über die Generationen hinweg ganz einfach zu erhalten, damit nachfolgende Generationen auch noch davon profitieren können. Denn ansonsten, wenn das einer nicht macht, wie gesagt, der könnte ja auch sein, dass der sagt, hey, jetzt bin ich hier der Vorstand der Stiftung, ich gönne mir mal einen Porsche oder einen Ferrari oder einen Bugatti oder was weiß ich und baller das ganze Geld hier der Stiftung raus, dann muss man ganz klar sagen, das kann auch mit den anderen Begünstigten zu Problemen führen. Denn theoretisch wäre am Ende auch dann das Problem, dass die Stiftung aufgelöst wird, weil beispielsweise kein Vermögen mehr vorhanden ist. Und dementsprechend leiten wir so über, verantwortungsvolles Handeln bedeutet aber auch effizientes und effektive Verwaltung. Denn klar, wenn du eine Stiftung hast, die, sag ich mal, mehrere hunderttausend Euro im Monat vielleicht positiven Ertrag erwirtschaftet,
ist die Frage, solltest du das alles auch an die entsprechenden Begünstigten auszahlen? Oder geht man so weit und sagt, okay, wir betreiben hierüber weiteren Vermögensaufbau? Und das ist ja im Grunde der Punkt, wo man auch ganz klar sagen könnte, das könnte man auch im Vorfeld hier in der Stiftungszweck, in der Satzung oder sonstiges regeln, dass man sagt, okay, es dürfen zum Beispiel nur 30-40% der freien liquiden Mittel für zum Beispiel die Begünstigten hier verwendet werden. Der Rest muss in den weiteren Aufbau des Vermögensstocks gesteckt werden. Was bedeutet das in dem Zusammenhang? Das ist so dieser klassische Compounding-Effekt, den man auch steuerlich neutral relativ gut hinbekommt, wenn man das natürlich richtig macht. Also, wie gesagt, die Verwaltung oder auch die Satzung ist grundsätzlich hier immer schon mal das Wichtigste, die wichtigste Grundlage für, wie gesagt, Verwaltung und Governance einer Stiftung. Sie regelt grundsätzlich an der Stelle die kompletten Aufgaben, Zuständigkeiten und Ähnliches, auch der Stiftungsorgane und der Vermögensverwaltung und die entsprechende Mittelverwendung. Kann man ja auch festlegen, dass man, was weiß ich, 20-30% pro Jahr des positiven Ertrages muss hier gemeinnützig gespendet werden oder Ähnliches, damit man hier auch noch einen gemeinnützigen Aspekt, zumindest im Teilbereich mit drin hat. Vermögensverwaltung ganz klar an der Stelle bei den entsprechenden Familienstiftungen sowieso das oberste Thema. Hier Mittelverwendung, ganz klares Thema. Hier muss man auch immer darauf achten, dass das, wie gesagt, nicht verschwendet wird, denn ansonsten ist man auch in dem Problem, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt eine Stiftung habe und dort mein ganzes Geld im Grunde verbrenne, eigentlich könnte man sagen, für privaten Konsum, dann ist man am Ende wieder in dem Bereich, dass man sagt, okay, dann hätte man sich vielleicht die Stiftung auch sparen können, denn das ist dann auch steuerlich etwas ungünstiger, vor allem dann, wenn alles, wie gesagt, an die Begünstigten ausgezahlt wird. Du willst noch mehr? Auf steuermitkopf.de findest du unsere brandneuen Online-Kurse, Fachbücher und natürlich auch die Möglichkeit, dir einen 1:1 Online-Beratungstermin mit mir direkt zu buchen. Schau gleich mal vorbei. Langfristig bedeutet hier natürlich auch Governance. Man muss Regularien aber auch schaffen, die auch langfristig halten. Das heißt, im Großen und Ganzen so eng wie möglich, aber so offen wie nötig. Oder auch umgekehrt, kann man es auch sehen, dann ist das so eng wie nötig und so offen wie möglich. Warum? Weil in dem Zusammenhang, je weiter ich meine, sage ich mal, Stiftungsverwaltungsthematik offen halte, habe ich hier den Vorteil, dass ich ganz klar sagen kann, okay, ich habe hier etwas Spielraum und habe nicht eine bestimmte Person. Also ich sage, okay, ich sage jetzt, meine Frau soll die Begünstigte hier mit Blick auf die gesamte Stiftung und das Stiftungsvermögen sein. Naja, irgendwann auch wird zum Beispiel hier zeitlebens die Frau wahrscheinlich nicht mehr existent sein. Was passiert dann mit dem Vermögen? Dann hat man plötzlich hier eine Stiftung, die im Großen und Ganzen viel Vermögen hat und dann könnte hier natürlich jemand Fremdes Drittes auch mit reinkommen. Will ich das? Deswegen natürlich auch immer hier relativ klar das Ganze definieren und dass man sagt, okay, sollte irgendwann, das ist auch eine Exit-Strategie, sollte irgendwann im Großen und Ganzen hier kein Begünstigter mehr vorhanden sein, weil zum Beispiel die Kinder oder Kindeskinder keine Kinder mehr kriegen und dann die nachfolgende Generation ausbleiben, dann wird das Ganze an XY gespendet. Das könnte man an der Stelle so auch natürlich machen. Dann hat man hier noch die Exit-Strategie mit eingebaut. Oder dann wird die Stiftung ausgelöst und dann wird das und das gemacht. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wie gesagt, in dem Fall immer hier ganz klar Leitlinien schaffen durch saubere Governance.